Nach 500 zurückgelegten, durchaus schnellen Metern als 12.09 werden wir angezeigt auf der Uhr. Und dafür verantwortlich war Magnus Stone, der hier weiterhin führt. Magnus Stone, gute eine vorstellen Sie, dahinter El Chippy, dann Karin Hasler und Italien Dynamite. Magnus Stone, El Chippy und dann zwei Länder zurück, Karin Hasler. Ziehen wir mal jetzt erreicht, Magnus Stone führt, El Chippy in der Mitte, Karin Hasler ganz außen, setzt sich ins Beat ein. Magnus Stone innen, Karin Hasler die Außenseite und El Chippy sind beide da. Und Siegfahrerin Nicole Holzschuh. Wir gratulieren allen, die mit dem Interesse zu tun haben. Ein wunderschöner Karrieregeldkirchen, denn der große Bahnhof ist vollkommen gerechtfertigt für Nicole Holzschuh und Karin Hasler. Giuseppe Riccio ist der einzige wirklich Mann, der jetzt beim Siegerfoto mit drauf sein darf. Und dann wird Christoph Wielander knaller nachfragen bei einer Frau, die hier mit der Sonne um die Wette strahlt. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, da schließen wir uns an und gratulieren, liebe Nicole, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Du beschreibst das ganze Gesicht, das war ein feiner Sieg. Ja, auf jeden Fall. Habe ich nicht mitgerechnet. Ich werde im Ziel damit geredet. Wusstest du, ich habe die Nase vorne? Nee. Ich habe bis vorne, ich war doch am Anfang, wo ich erst oder zweiter war. Hast du deine Kollegen gefragt, waren die jetzt vorne? Ja. Wussten die? Ja, die wussten. Und den Gratulieren. Ja. Wunderbar. Und wir haben die Besitzerin auch wieder erklärt. Mein Gott, das ist eine Erfolgsgeschichte, die ja dieses Geld jetzt schreibt. Das ist doch der vierte Sieg gewesen in diesem Jahr. Ja. Da geht auch ein Lob an den Trainer, an den Papa. Auf jeden Fall. Der wunderbar vorbereitet hat. Ja, immer. Wenn ich heute noch mache. Ja, mit dem Timoko. Und haben wir nochmal den Sieg schon. Es wird schwierig, aber der ist gut drauf im Moment. Also, wetten. Wetten. Sie haben gehört, meine Damen und Herren, wenn ihr heute noch nicht gewettet habt auf jeden Fall heute, dann später beim zweiten Mal. Ihr auch nochmal. Wir würden unsere Matschen wieder hier 15 retten. Gratulation, und wer jetzt gewettet hat, der kann für 10 Euro gleich 83 Euro abholen für dieses Erfolgsgespann. Gratulation, und das sind halt echte Gefühle, die wir hier erleben, mit einer Leidenschaft von einer Siegfahrerin, die nicht vor dem Spiel mit alten Hartenvergleich zu ihr, der natürlich sich jetzt mit TikTok und Influencer ganz so gut auskennt. Ich weiß aber, dass der einen Hit hat, ist der, glaube ich, in der Hotelzimmer noch mehr oder weniger in den Mittelpunkt hat. Das Zimmer 433, worum geht's? Ja, es geht um einen Song, der sich im Hotelzimmer abgespielt hat. Genau die Details müssen wir uns heute Abend anhören. Da spiele ich den Song live. Was im Hotelzimmer passiert ist, erfahren wir also später. Hat das was mit Romantik zu tun? Romantik und viel Liebe. Darauf stehe ich auf, wir sind streng. Würde ich sagen, wir hören heute Abend als Sonne und noch viele weitere darauf. Wann und wie fängt es gerade los? Um 19.10 bin ich drüben auf der Bühne. Sehr gut. Also dann heute nach dem Lehrtag, wenn dann die große Aftershow-Party beginnt und dieser Mann uns begeistert. Erstmal schön, dass du da warst. Und die Pferde sind schon schön, oder nicht? Ja, Pferde sind schön, auf jeden Fall. Dann genießen wir mit dir gemeinsam den Renntag und freuen uns jetzt auf Ritterspruch und Kuchen. Und dann geht es weiter mit Renn Nummer 6. Schön, dass Sie da sind. Und dir noch einen schönen Renntag. Danke.